moon boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder den Weg zu meinem Kanal gefunden habt. In diesem Video will ich euch heute zeigen, wie ich an meiner Harley Davidson Sportster die Blinker hinten tausche. Jeder, der vielleicht nicht unbedingt zwei linke Hände hat, sollte das mit dem Video eigentlich auch ganz gut alleine hinbekommen. Also schaut euch das Video an, ich hoffe es gefällt euch und das Material findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich auch jederzeit über einen Daumen nach oben und sehr gerne könnt ihr auch ein Abo dalassen. Also, gehen wir ins Video. Viel Spaß! So, als erstes müssen wir jetzt wie bei den meisten Dingen, die wir an dem Motorrad machen, die Sitzbank entfernen. Dafür lösen wir die kleine Schraube, die hinten an der Bank dran ist, und nehmen die Sitzbank einmal ab. Zum Abnehmen der Sitzbank einfach einmal nach vorne schieben und dann kann man sie unten aushaken und ganz einfach rausnehmen. So, im nächsten Schritt entfernt ihr jetzt einmal die Hauptsicherung, welche ihr unter einer Abdeckung findet auf der linken Seite des Motorrades, also eigentlich genau gegenüber von dem Einfüllstutzen für euer Öl. Im nächsten Schritt löst ihr die zwei Kabel von den Blinkern. Die Stecker sind schön markiert und zwar ist der rechte Stecker mit braunem Klebeband markiert, dadurch kann man ihn später auch nicht verwechseln. So, als nächstes wollen wir uns jetzt daran machen, den Blinker zu demontieren. Dafür fasst ihr einmal unter das Motorrad und erfüllt das Kabel, was zum Blinker läuft. Das zieht ihr euch jetzt ein wenig ran zum Blinker, um einfach ein wenig Luft zu haben zum Arbeiten, wenn ihr später den Blinker demontiert. Das sieht jetzt bei mir ein bisschen fummelig aus, ist es tatsächlich auch. Ihr müsst versuchen, das Kabel vorne immer ein wenig reinzuschieben und dann könnt ihr es auf der Seite vom Blinker immer wieder ein bisschen nachziehen. Da euer Schutzblech doch recht scharfkantig ist, also das Loch, wo das Kabel durchläuft, und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr das Kabel nicht beschädigt. So, als nächstes könnt ihr jetzt die Schrauben lösen. Dafür braucht ihr einen 40er Torx-Schlüssel und einen 13er Maulschlüssel, um hinten gegenzuhalten. Bei der ersten Schraube ganz außen, da müsst ihr nicht gegenhalten, die könnt ihr einfach rausdrehen. Jetzt seht ihr, wie ich hinten eine 13er Nuss ansetze an der Mutter zum Gegenhalten, weil diese Schraube ist mit einer Mutter gekontert. Wenn ihr diese Schraube rausgedreht habt, könnt ihr euch an den Blinker machen. Den Blinker könnt ihr lösen, indem ihr auch wieder eure 13er Nuss verwendet und die hinten ansetzt. In dem Blinkergehäuse drinne ist eine Art Gewindestange. Wenn ihr hinten die Schraube löst, dann fällt euch meistens auch schon der Blinkerkopf ab. Der hängt dann nur noch an dem Kabel. In meinem Fall jetzt ist der Blinkerkopf dran geblieben und ich habe tatsächlich hinten einfach nur die Mutter gelöst. Sobald die Mutter gelöst ist, könnt ihr auch schon die ganze Blende mitsamt Blinker abnehmen. Der Blinker selber ist an der Blende noch mit einer Mutter befestigt. Oder beziehungsweise, das ist jetzt diese Gewindestange, die wie gesagt den Blinkerkopf festhält. Da geht ihr jetzt mit einem 13er Maulschlüssel ran und könnt einfach diese Gewindestange rausdrehen. Und dann werdet ihr auch gleich merken, wie der Blinkerkopf vorne abfällt. Einmal angelöst und dann den Rest mit der Hand gemacht.
So, da wir ja später die neuen Blinker ranlöten wollen, müssen wir uns jetzt so ein schönes Ende von dem Kabel stehen lassen und jetzt knipsen wir den alten Blinker einfach ab. Da wir hier zwei Löcher haben, einmal das Loch für das Kabel und das zweite Loch für die Gewindestange, nehmen wir jetzt das Kabel und stecken es durch das vordere Loch durch, weil unser neuer Blinker ja nur noch eine Gewindestange hat, aus der dann auch später das Kabel rauskommt. Also brauchen wir später nur noch ein Loch und wir nutzen das hintere Loch. Nun müssen wir das Kabel abisolieren bzw. zuerst mal abmanteln. Ich würde euch hier ein Cuttermesser empfehlen. Passt bitte auf, wenn das Cuttermesser sehr scharf ist, dann dürft ihr nicht so tief einschneiden. Der Mantel, der bricht relativ einfach. Also ihr müsst wirklich nur einen kleinen Schnitt ringsherum machen und ihr bekommt den Mantel schon ganz einfach abgebrochen. Jetzt können wir uns die Adern auch schon so ein bisschen zurecht machen, ein bisschen auseinander machen, sodass wir die Adern dann gleich ganz einfach abisolieren können. Zum Abisolieren benutze ich meine Abisolierzange. Die funktioniert wirklich gut. Die müsst ihr nur einmal ansetzen, dann drückt ihr einmal ab und schon ist die Isolierung von der Ader entfernt. So, jetzt zwirbeln wir uns schon mal die Adern ein wenig zusammen. Das funktioniert dann später alles ein bisschen einfacher beim Löten. Also einfach alle ein wenig rumzwirbeln. So, als nächstes packen wir uns jetzt unsere Blenden aus. Diese Blenden brauchen wir, um das zweite Loch zu verdecken, was wir ja bei dem alten Blinker hatten. Die sind wirklich schön, die könnt ihr fertig kaufen, die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich würde es euch empfehlen, man kann sie sich auch selber schneiden, aber warum soll man nicht die fertigen nehmen? Die neuen Blinker, die habe ich jetzt auch schon direkt einmal ausgepackt, die könnt ihr euch auch in einer passenden Länge abknipsen. Wir brauchen nicht sehr viel Kabel, wir brauchen nur genügend, damit wir es später wieder anlöten können. Also als nächstes die Mutter abmachen, auch die Unterlegscheibe mit wegmachen, die solltet ihr auch bitte nicht verlieren. Das ist eine Spannunterlegscheibe, dass das später auch alles ordentlich hält. Dann den Blinker durch die neue Blende durchgeschoben und in die Blende vom Motorrad rein. Dort nehmt ihr, wie gesagt, das hintere Loch, also das hintere im Sinne von hinten am Motorrad, steckt den Blinker einmal durch und jetzt könnt ihr auch von oben schon direkt die Unterlegscheibe runterlegen und mit der Mutter befestigen. Achtet hier bitte darauf, wie immer nach fest kommt lose. Wahrscheinlich würde das bei jedem Blinker abreißen, wenn man zu doll zieht. Also schraubt es erstmal langsam mit der Hand dran. Dann richtet ihr euch den Blinker ordentlich aus und dann könnt ihr ihn mit einem 13er Maulschlüssel festschrauben. Hierbei achtet ihr bitte direkt auf die Ausrichtung, dass der Blinker wirklich gerade nach hinten zeigt. Ich persönlich benutze immer den Trick, dass ich den Blinker ein wenig gegen die Drehrichtung verdrehe und dann mit der letzten Umdrehung den Blinker gerade mache. So ist der Blinker wirklich ordentlich befestigt, er lässt sich nicht mehr bewegen und ihr musstet nicht mit der Hand noch an dem Blinker versuchen rumzudrehen, um ihn dann wirklich nach hinten auszurichten. Sieht gut aus, würde ich sagen. Hier könnt ihr jetzt auch sehr schön diese Blende sehen, die ich verwendet habe. Also wie gesagt, ich würde euch die Blende empfehlen. Ihr könnt es euch auch selber basteln, aber die Blende, die ist genau dafür gemacht. Das sieht schön aus und die ist jetzt wirklich so günstig, dass es sich nicht lohnt, da irgendwas selber zu machen. So,
So, als nächstes müssen wir uns jetzt auch die einzelnen Adern von dem Blinker fürs Löten vorbereiten. Hierzu nutze ich persönlich ein Cuttermesser, weil die Adern bzw. die Querschnitte von den Leitungen von dem Blinker nicht unbedingt so groß sind. Das heißt, wenn ihr hier die Abisolierzange nutzt, könnte es euch passieren, dass ihr einzelne Kabelstücken mit rauszieht und einfach den Querschnitt noch weiter verjüngt. Also ich würde euch empfehlen, nehmt euch ein Cuttermesser. Es sollte nicht zu scharf sein, schneidet euch bitte nicht in die Finger. Einmal rumgedreht um die Isolierung und ihr könnt sie auch schon abziehen. Dann natürlich auch hier wieder die Leitungen ein wenig einzwirbeln, so dass sie später nicht die einzelnen Kabelstücken rumbaumeln. So, jetzt könnt ihr euch die Blende einfach einmal kurz auf das Motorrad legen. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt ein bisschen Lötpaste drauf machen. Wir wollen ja auch, dass das bei dem Löten später ordentlich funktioniert und das Lötzinn auch schön verläuft und die Kabel eine gute Verbindung haben und uns nicht irgendwann wieder abreißen. Also alle Kabel einmal reingetunkt in das Lötfett und das war's dann auch schon. So, als nächstes geht's ans Löten. Ich persönlich nutze dafür grundsätzlich meine Lötstation. Ihr braucht also eine Steckdose in der Nähe, wenn ihr das machen wollt. Das Löten selber ist wirklich einfach. Ihr könnt euch den Lötkolben also schon mal vorbereiten, holt euer Lötzinn raus. Ihr könnt am Anfang schon mal ein bisschen Lötzinn an die Spitze machen und dann, wie gesagt, an jeder Ader einmal mit eurem Lötkolben ran, so dass die Adern wirklich komplett von dem Lötzinn umdeckt sind. Das gleiche machen wir dann natürlich auch noch an den Kabeln vom Blinker. Die werden auch alle einmal schön mit dem Lötzinn überdeckt und im nächsten Schritt werden wir diese dann verbinden. So, jetzt solltet ihr euch am besten schon einmal die Schrumpfschläuche rausnehmen, weil die Schrumpfschläuche müsst ihr natürlich vor dem Löten schon über die Adern rüberziehen. Im Nachgang geht das natürlich nicht mehr. Sucht euch die passende Größe raus und schneidet euch die Schrumpfschläuche auf die passende Länge. Jetzt zieht ihr über jede Ader einen Schrumpfschlauch rüber. Das Schrumpfschlauchset findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Ich habe da so ein schönes Set von Amazon gekauft. Da habt ihr alle Größen drin, die ihr braucht. Die funktionieren wirklich gut. So, jetzt müssen wir uns die einzelnen Adern alle so ein bisschen in Position bringen und wir fangen dann einfach mit einer Ader an. Von den Farben her ist es in dem Fall schwarz zu schwarz, rot zu rot, weiß zu gelb und grün zu blau.
So, nachdem wir alles fertig gelötet haben, können wir entweder erstmal ausprobieren oder wenn wir uns sicher sind, dass wir das perfekt gelötet haben, können wir die Schrumpfschläuche jetzt einmal über die gelöteten Stellen rüberziehen. Dann nutzen wir ein Feuerzeug. Ihr könnt auch einen Heißluftföhn verwenden und dann schrumpfen wir die Schläuche einmal ein. Durch die Schrumpfschläuche ist das später auch alles wasserdicht, also ich würde euch empfehlen, das zu machen. Einerseits natürlich, um die Kontakte zu schützen, aber auch um die Wasserdichtigkeit herzustellen. Ihr könnt natürlich auch Isolierband nehmen, aber mit Schrumpfschläuchen ist das immer schöner. Damit die Kabel am Ende ein wenig geschützt sind und wir auch nochmal ein wenig Schutz gegen Wasser bekommen, verwende ich persönlich immer ein selbstverschweißendes Isolierband. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung, das kann ich euch nur empfehlen. Das funktioniert so, dass ihr, es fühlt sich gummiartig an. Ihr zieht oben sozusagen nochmal eine Schicht ab, wie bei einem doppelseitigen Klebeband. Und dann könnt ihr dieses Isolierband rumwickeln und es verschweißt sich selbst miteinander. Also es ist später wirklich hundertprozentig wasserdicht. Es ist elastisch, also da wird auch nichts kaputt gehen. Und so bekommt ihr den perfekten Schutz für euer Kabel hin. Nachdem wir alles isoliert haben, geht der Ausbau sozusagen rückwärts von vorne los, also der Einbau. Wir schieben das Kabel ein wenig durch das Loch rein und können zwischendurch auch ruhig einmal testen, ob auch wirklich alles funktioniert, bevor wir dann später alles festschrauben. Sofern alles funktioniert, können wir uns nun ranmachen und die Schrauben wieder reinschrauben. Hierzu könnt ihr anfangen, mit welcher Schraube ihr möchtet. Ich habe jetzt die Schraube ganz rechts zuerst genommen, stecke die Schraube rein, halte mit der anderen Hand schon ein wenig die Mutter gegen von der anderen Seite und dann kann man es immer ganz gut so ein bisschen mit der Hand erstmal reinschrauben. Sobald ihr die Schraube ein bisschen fixiert habt, könnt ihr eure Ratsche wieder in die Hand nehmen und dann mit dem 40er Torx die Schraube festschrauben. Hierzu müsst ihr natürlich dran denken, dass ihr euch hinten die Mutter gegenhaltet. Dazu könnt ihr entweder euren 13er Schlüssel oder auch eure 13er Nuss verwenden. So, nachdem alles fest ist und ihr die Kabel unter dem Schutzblech auch wieder in die Halteclips reingemacht habt, könnt ihr den Stecker wieder verbinden und dann funktioniert euer Blinker auch schon. Und ihr könnt euch an die andere Seite machen. Nun bauen wir die Sitzbank wieder ein und dann sind wir auch schon fertig mit unserer Arbeit. Damit euer Steuergerät die Blinker auch ordentlich erkennt und eure Lampen auch nicht zu schnell blinken, solltet ihr nun euer Warnblinklicht laufen lassen oder auch die einzelnen Blinker laufen lassen. Und zwar nicht nur ein paar Sekunden, sondern lasst die Blinker ruhig einfach mal für eine Minute oder zwei Minuten an. Dann regelt sich meistens das Steuergerät alleine und eure Blinkgeschwindigkeit, die euch im Display angezeigt wird, die ist dann auch wieder korrekt. We'll be right back.
Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet für noch mehr coole Videos. Also, bis dann, ciao. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by